Meine Güte! Kannst du nicht mal anklopfen? Gut gemacht, Sanchez. Yeah. Wer ist das, ein Cop? Ein Privatschnüffler oder so? Verdammte Scheiße. Oh. Oh. Was soll der Mist? Das ist kein Privatschnüffler. Das ist ein verdammter Geist, ein Mythos, ein beschissener Hitman. Hitman? So eine Scheiße. Oh. Wovon sprichst du denn überhaupt? Das verändert jetzt alles. Das verändert alles. Und was machen wir jetzt mit ihm? Klopf, 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 Housekeeping. Mist. Hallo. Was machst du jetzt? Ich improvisiere. Buenos dias, Pepita. Hallo. Ja, wir haben ein Problem. Kommen Sie rein und machen es sauber. Ja, das wäre toll. Jetzt gleich? Ja, kommen Sie nur rein, Schätzchen. Oh mein Gott, das ist gar nicht... Ist total abartig. Na, wenn das kein sauberer Schnitt war. Wissen Sie, nichts wäre mir im Moment lieber, als Sie gleich hier umzulegen. Muss ich der Mörder des großen Hitman sein? Nein, diese Art von Aufmerksamkeit brauche ich nicht. Also, hören Sie zu. Glauben Sie mir, Sie haben etwas ganz Schlimmes getan. Aber jetzt wird man nicht mehr nach einem Killer suchen, habe ich recht? Killer? Ich sag's Ihnen, eigentlich kenne ich sowas nicht. Aber heute ist ein besonderer Tag. Besaufen wir uns! Hier, trink einen Schluck. Danke. Nein. Andererseits... ist das schlecht für die Leber. Plätscher, plätscher. Würdest du das bitte lassen? Plan. Komm schon, Schätzchen. Machen wir uns lieber aus dem Staub. Adios. Part 1. Run for your life. So, ein herzliches Willkommen bei Janu Daddelt und Hitman Absolution, wo es gerade ziemlich heiß wird. Die heiße Phase beginnt quasi. Ja, das war Dexter, jetzt haben wir mal den Dexter richtig gesehen. Also ein alter, perverser Zausel. Könnte witzig werden, jetzt hier aus diesem brennenden Zimmer zu kommen, mit der Polizei im Rücken. Und was ist das hier? Auftrag. This featured content will test your ability to pull off an unseen kill in an abandoned Chicago library. Ja gut, jetzt nicht. Wir machen nämlich jetzt hier weiter mit Hitman Absolution. Viel Vergnügen. Ich werde es haben. Moment, ich muss hier eben mal den Sound etwas leiser stellen, sonst kann ich mich selber nicht verstehen. So, jetzt müssen wir hier schnell raus. Frage ist bloß... wie? Habe ich noch meine Kanone? Nee, keine Kanone da. So, wo kommen wir denn hier raus? Sicherlich aus dem Fenster. Es geht immer aus dem Fenster. Pack mal das Messer weg. Sicher ist sicher. Und raus. Wow. Hey, wieder oben. Bleiben Sie ruhig. Das soll wohl ein Witz sein. Das könnte... Bleib
bleiben Sie, wo Sie sind. Wir müssen mit Ihnen über die Frau im Hotelzimmer reden. Da gibt's nichts zu bereden. Ich hab nichts getan. Okay, jetzt ab nach oben. Mann, das ist hier mal richtig Aktion. Wow. Hier geht's ja jetzt aber mal ordentlich zur Sache. Das kennt man ja gar nicht vom Hitman. Ja, Sir, verstanden. Der Verdächtige kommt direkt auf uns zu. Hier sieht mich niemand. Eine zweite Chance bekommen wir nicht. Myers Jungs sind kurz davor, die Operation zu übernehmen. So, kann ich den irgendwie... Nein, ich muss den nicht zwingend ausschalten. Oh, aber vielleicht doch. So, hier sieht er mich nicht. Kann ich ganz klamm heimlich hier durch. Oh, scheiße. Jetzt sind die auch wieder überall. Wie soll ich denn da jetzt lebendig durchkommen? Ich könnte auf den Radar gucken, aber da denke ich irgendwie nie dran. Im alten Hitman gab es auch kein Radar, oder? Oder erinnere ich mich da einfach nur nicht dran? Nee, ich glaube, da gab es auch kein Radar. Darum spielen wir jetzt auch hier ohne Radar. Also, ich gucke zumindest nicht drauf. Ihr könnt ja gerne drauf gucken, aber ich halte mich von dem Radar weitgehend fern. So, hier ist niemand. Bin ich doch gut durchgekommen. Kann ich stolz auf mich sein. So, und Tür eintreten. Na, das ging doch. Perfekt. Dafür sollte ich ordentlich Punkte kriegen, bin ich ja der Meinung. Ah. Die sind immer noch hinter mir her. Alles klar hier. Ah, sehr schöne Musik. So Inception-mäßig. So, die blieb... Ah, mein Controller ist alle. Verdammt. Okay, jetzt geht's wieder. Muss mal neue Batterien reintun. So. Er sollte sich in das verdammte Sorgenisch versetzen lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass hier alles gesichert ist. Ich will nicht, dass irgendwer rein oder rauskommt, ohne dass ich davon weiß. Pisano, wo bleibt das verdammte Licht? Okay, jetzt geht's los. Also, ab durch die Mitte. In der Hoffnung, man sieht mich nicht. Nee, hier lang zu gehen ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich gehe hier lang. Hier lang ist ein guter Weg. Geht's auch noch hier lang? Ja, es kann nicht schaden, eine kleine Kanone dabei zu haben. Ist zwar nicht Sinn der Sache. Und ich sollte das leise machen, aber mein Gott, man kann ja nicht alles leise machen. So, was sagen Sie mir? Altes Gebäude, innen ziemlich vollgestellt, bietet jede Menge Deckung. Ja, wollen wir es hoffen. Okay, ich muss die Waffe ja jetzt nicht zwingend in der Hand halten. Gebiet gesichert, keine Spur vom Verdächtigen. Alles klar hier. Okay, der verschwindet jetzt da lang. Dann kann ich jetzt nach unten. Und alles ganz ruhig und leise. Der hat mich nicht gesehen. Den kann ich ausschalten, denke ich. So, jetzt schlaf ganz ruhig. Ganz ruhig und leise. Alles ist cool. Nu, ah, mein Controller ist wieder alle. Verdammt. Ich muss gleich mal die Batterien wechseln. So, das hat jetzt etwas länger gedauert, als es sollte. So, verkleiden. So komme ich hier vielleicht besser durch. Obwohl das alles Bullen sind. Scheiße.
Ich muss den irgendwie verstauen. Also komm mit. So, bleib mal ganz ruhig. So, hier kannst du bleiben. Alles klar hier. So, jetzt einfach durch. Die Kanone nehme ich auch noch mit. So, hier geht's jetzt... Oh, hier kann ich den theoretisch verstauen, oder? Ja, weißt du, dann verstaue ich den doch da lieber. So, dann nehme ich dich wieder mit. Komm. Komm mit, kleiner Mann. Ich pack dich in die Truhe rein, damit du nicht frieren musst. Ne? So, viel Spaß und schlaf schön. Ist ja keine Leiche in dem Sinne. Ich habe minus 25 Punkte. Und ich habe wieder was freigeschaltet. So, hallo Freunde. Ruhe bitte, Teil 2. Okay, wo gehe ich denn jetzt am besten lang? Ja, geh mal hier lang. Aber ich gehe trotzdem in geduckter Haltung. Man kann ja nie wissen, ne? So, kann ich irgendwie... Ich müsste mal was schmeißen. So, hier. Was ist hier los? Hey, was Sie da tun, so. Könnte als Aggression gegen einen Gesetzeshüter gewertet werden. So, da sind wir doch gut durchgekommen. Da sind wir auch gleich beim Kontrollpunkt. Ich bin immer etwas angespannt. Ich kann den nicht so... Hören Sie jetzt sofort damit auf! Einfach Schnauze. Oh, ich drücke immer den falschen Knopf. Hey, habe ich Sie schon mal gefragt? Machen wir nichts vor. Ah, Mist. Keine falsche Bewegung. Polizei, was soll Scheiß? Ey, lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, gut, das war nix. So, mein Controller ist schon wieder alle. So, da sind wir. Mal gucken, ob ich diesmal irgendwie heil hier durchkomme. So, bisher hat man mich nicht gesehen. Ich werde mal das Lichtgerüst fallen lassen. Wenigstens ist schon mal einer ausgeschaltet. Gibt natürlich Minuspunkte. So, mit dem Hammer versuche ich die mal irgendwie abzulenken. Nach da hinten. Hat keiner gehört, verdammt. So, die meisten sind jetzt natürlich alarmiert. Was es für mich nicht gerade leichter macht, da durchzukommen. Oh, jetzt kommen sie alle. Verdammt. Ja, jetzt wird's ein bisschen kompliziert hier. Nein. Oh. So. Jetzt sieht mich gerade keiner, hoffe ich. Nee, ich bin sicher hier. So, komme ich jetzt theoretisch da durch? Zentrale, wir brauchen hier medizinische Versorgung. So, ich gehe jetzt einfach. Und benutze jetzt Instinkt. Was? Kommt ihr aus dem Urwald? Bitte halten Sie Abstand. Ich halte Abstand, keine Panik. Oh Gott, ich glaube, ich schaffe das nicht. So weit nach oben zu kommen. Nee. Das wird nix. So, jetzt bin ich... Oh, scheiße. Scheiße, geh nicht weiter. Bleib da stehen. Bleib da stehen, bitte. Geh nicht weiter. Oh, du alter Zausel. Verzieh dich. Ich sehe mir die Sache mal an. Scheiße, 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 scheiße. Okay, da sind wir wenigstens irgendwie durchgekommen. Es war zwar etwas eng, aber wir haben es geschafft. Große Güte. Das hätte auch ganz, ganz böse ausgehen können. Ja gut, jetzt müssen wir... Wo müssen wir hin? Na, wir müssen aber wieder nach unten. Hier oben kommen wir nicht weiter, glaube ich. Verdammt.
Na, wir können... Nee, ich dachte, wir könnten hier noch weiter nach oben, aber können wir gar nicht. Ich bin hier völlig falsch. Das ist hier ein Dreckstoff und ich will genauso nach Hause wie ihr. Haltet trotzdem die Augen offen. Es könnte gefährlich werden. So, ich müsste jetzt hier eigentlich einfach so Batman-mäßig runterfallen lassen. Das wäre ganz großes Tennis. Aber ja, man kann ja nicht alles haben. Ah, was muss ich denn jetzt machen? Ich muss sicherlich irgendwie da hochkommen, oder? Nur wie ist hier die große Frage. Na, ich denke mal, ich muss jetzt runter. Aber ich kann nicht runter. Alles ein bisschen problematisch gerade. Uah, falsche Richtung. So, jetzt, wo geht's jetzt lang? Ich kann hier ja nicht runter, ich... Scheiße. So, Freunde, kann ich euch irgendwie überlisten? Oder kann ich das nicht? Ich muss sicherlich hier nach oben, ich kann mir das nicht anders vorstellen. Nee, hier geht das nicht hoch. Also hier geht's schon hoch, aber nicht weiter. Oder habe ich irgendwas übersehen? Nicht, dass ich wüsste, oder? Nee, das geht hier nicht weiter. Ach, Freunde, was soll ich denn machen? Ich bin ratlos, helft mir doch. Nee, hier kann ich nichts machen. Oh, ist hier irgendwer? Nee. Hier ist soweit keiner. Mann, wo soll ich denn jetzt lang? Ah, okay. So, ist hier oben irgendwer? Nee, hier bin ich komplett alleine. So, jetzt... Oh Gott, muss ich jetzt hier rüber balancieren oder was? Na, ist ja wunderbar. Ja, soll ich den Kronleuchter fallen lassen? Ist ein Unfall. Gibt aber natürlich ordentlich Minuspunkte. Schade. Naja, was soll's. Schwund gibt's überall. So, sehr schön. Sind wir.